WTF geht übrigens auch. Ich schreibe es nur die ganze Zeit. Mod sein ist super. Waifu. Ihr seid so toll. Gut, also, da machen wir mal hier, warte mal. Alle. Ja, da machen wir mal das weiter. Ich hab's immer noch, doch, ich hab's doch aktiviert. Nee, habe ich nicht. Gut. Ich dachte, weil da ein Häkchen ist. Ich habe eine neue Hose gefunden. Und die ist cool. Die ist gut. Die passt auch farblich. Sehr schön. Alter, krass. Ich habe jetzt sogar Beinschienen, oder? Also Oberbein. Oberbein. Tobi. Ja. Das ist Oberbein und Unterbein. Und ich habe jetzt auf beiden Beinen habe ich jetzt Schützer drauf. Das ist super. Lass mich. Das entscheide ich jetzt. Ich als Streamer. Oberbein. So, jetzt kommen wir zum Elpenor, der einen wunderschönen Namen hat. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt, was der jetzt zu sagen hat. Ich meine, wir werden ihm nicht sagen können, dass der Wolf tot ist, weil er weiß es wahrscheinlich. Warte, ich mach mal Kamera aus. Ah, Söldnerin. Wie war es in Megaris? Der Wolf ist tot. Sehr gut. Der volle Lohn, wie versprochen. Das ist alles? Ich würde feilschen? Ach komm, Cassandra. Ich schicke nicht jeden Tag jemanden los, den eigenen Vater zu töten. Aber er war ja auch nicht dein wahrer Vater, oder? Warte. Der weiß das? Okay, wer ist der? Warum wolltest du der Nikolaus tot sehen? Woher weißt du von unserer Verbindung? Woher weißt du den? Ja, eben! Ha. Ja, also an sich, er muss ja von, also er kennt uns. Also er ist ja extra auf die, auf unsere Insel gekommen, um uns eben zu ködern, sag ich mal. Und dann um uns auf den Nikolaus zu schicken, zu hetzen. Warum wolltest du, Also irgendwas muss er ja wissen. Nikolaus? Nee, Nikolaus. Laos. Na gut, vielleicht. Schlangen im Gras. Ah, ne, so, quasi, dass der dazugehört. Vielleicht meinte mein Ziehvater. Jetzt werde ich nie wieder seinen Namen sagen. Mit Schlangen im Gras so eher. Okay. Das ist egal, du verdienst den Tod. Kann ich den jetzt einfach hier töten? Woher weißt du von uns? Ich frag mal erstmal ein bisschen weiter, vielleicht kann ich ihn später noch töten. Woher wusstest du, dass Nikolaus mein Stiefvater ist? Ich liebe das Theater, alle Künste eigentlich. Ein großer Feldherr wirft seine eigenen Kinder auf Geheiß des Orakels von einer Klippe. Es ist eine Tragödie für die Ewigkeit. Du hältst mein Leben für Unterhaltung? Oh nein, meine Liebe. Es ist Kunst.
ich weiß, es ist etwas viel auf einmal. Komm. Sag mir, Söldnerin, hast du etwas von Wert bei deinem Treffen mit dem Wolf gelernt? Den sage ich nichts. Boah, die Musik. Die erinnert mich ja gerade voll an das Theme von vom Imperator. Gell? Ist voll geil. Ich wette, also die Musik ist ja voll so bedrohlich. Ich wette, er ist voll der nette Kerl, weil das ist ja immer so. Voll geil. Okay. Ich wollte davor noch was sagen. Der hat ja so geendet, dass dass so ein Feldherr seine zwei Kinder auf Geheiß des Orakels von der Klippe fegt oder wirft. Und das ist voll die Unterhaltung und alles Theater. Vielleicht ist er oder vielleicht, also Schlangen im Gras, das war ja Mehrzahl. Vielleicht ist er in der Gruppe, die das Orakel beeinflussen, und der hat aber warum sollte er das gemacht haben? Das wäre ein bisschen übertrieben, wenn er das gemacht hätte, damit irgendwann der Krieg ausbricht. Vor allen Dingen, der Krieg ist ja jetzt erst nach, keine Ahnung, 10, 20 Jahren, wie alt bin ich? Keine Ahnung, ausgebrochen. Ich kann mal kaum mitreden. Alles, was ich sagen könnte, wäre Spoiler. Ja, das stimmt. Schick uns los, unseren Ziehvater zu töten. Hat Spaß dran, wie unser Leben so ist. Arsch, ja. Okay, ja, das geht ihn auf jeden Fall nichts an. Genug geredet. Ich sollte dich hier und jetzt umbringen. Die Wut, der Zorn. Und sie sagten, du wärst anders. Aber Blut ist dicker als Wasser, nehme ich an. Sie? Welches Blut? Du lässt wirklich lieber die Muskeln sprechen als deinen Verstand. Eine Schande. Ich hätte dich für weitere Aufträge brauchen können. Malaka! Du meinst, du kannst Spielchen spielen? Ich schneide dir die Zunge raus! Sehr enttäuschend. Ist das seine Prätorianergarde? Warte. Pause. Genau. Schon mal was von dem Peter Belisch. Ja, Peter! Genau, überall seine Finger im Spiel, um einen Krieg ausbrechen zu lassen, ja. Ja, aber ich dachte nur gerade, weil das. Wie hätte das zum Krieg geführt, wenn unser Ziehvater uns von den Klippen wirft? Also das hat ja überhaupt keinen. Also politisch gesehen hat es ja irgendwie kaum Einfluss. Ha. Naja, gut. Dann Action und let's go. Arschloch. Nochmal? Ich wollte mal schauen, wie viel Schaden das macht. Nee, ich hab's verkackt. Au, jetzt werde ich doch. Wenn du glaubst, dass du mich los wirst, wirst du gleich ein verrücktes Lachen hören. Gut. Ich bin jetzt sauer.
Alter, die zwei von beiden Seiten. Das war heftig. Komm mal. Los geht's. Was war das für ein Clip? Das war Family Guy. Oh, ich hatte gerade ein Attentat machen können. Das ist ziemlich cool mit den Dolchen. Wenn ich das richtig time und das blocke, dann erwische ich ja beide. Das ist ziemlich cool. Ja, also das nennt ihr gerecht zu zweit gegen eine Frau? Ihr Barbaren. Hatschi! Aua. Ich trete dich in deine Eier. Ciao. Ciao. Was war das? Ich kenne es nicht. Oh mein Gott. Das war mit... Warte mal, welches war das nochmal? Das war bei der Folge, wo Stewie... Wo Stewie eine Freundschaft mit Tom Cruise hat. Und dann... Tobi, du musst dir die Schild-Ability holen, das macht das Leben einfacher. Ja, maybe. Gut, also, dann wollen wir mal schauen, was für Hinweise wir hier bekommen. Ein Brief an Elpeno? Oh, Phoebe, du hast ihn direkt zu mir geführt. Oh... Kretos, du hast recht mit den kephalenischen Bauernmädchen. Sie hat mich direkt zur Söldnerin bei dem alten Ruin von Kranioi geführt. Kino hat sich wie ein Feigling verdrückt. Ich sollte mich in seinem Haus umsehen. Das machen wir ja gerade. Nun muss ich beide dazu bringen, dass sie mir vertrauen. Wusstest du, dass ich Theater liebe? Da liebst du wirklich Theater. Wie auch immer. Deine Bezahlung findest du in Pokis. Unterzeichnet Efin. So. Pino sucht nach einer Frau. Auf wen er es wohl jetzt wieder abgesehen hat. Ja, das stimmt. Muss ich mir echt angewöhnen, ja. Gut, Elpeno, bezüglich deiner Suche nach dieser Frau. Wenn jemand weiß, wo sie sich aufhält, dann am ehesten die verrückte Priesterin am Heiligtum des Asklepios. Ich würde selbst dorthin gehen, aber sie macht mir Angst. Deine Ergebene, Antonide. Antonide. So. Ein Ladungsverzeichnis. Elpeno hat sowohl an Sparta als auch an Athen Waffen verkauft. Der Krieg ist in seinem Interesse. Ja, natürlich. Ich habe viele heimtückische Menschen getroffen. Aber sie waren nichts im Vergleich zu Elpeno. Naja, Waffenhändler. Jeden Stein werde ich umdrehen, bis ich diese widerwärtige Schlange gefunden und zur Strecke gebracht habe. Richtig. Ah, jetzt habe ich den Wolf. Also den Helm. Und ich nehme mir mal das... Oh. Da ist so ein fetter Sack Gold und das waren nur 4. Ja, genauso wie wenn er beim Spiel so ein Haufen Munition ist. 2 Patronen. Dankeschön. So, dann wollen wir mal schauen. Plus C, das ist geil. Kriegerschaden, Gesundheit und kritischer Schaden. Ich will mal kurz schauen, wie es aussieht. Ist schon nice.
Dimi, du hast es gesagt. Ja, ja, du hast recht. Ja, 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 ja. Wie die neben der Leiche hocken, ne? Voll lustig. Gut. Quest. Schlange im Gras. Ah, deswegen Schlange im Gras, Dimi. Aha. Nikola. Entschuldigung. Hatte Cassandra vor Schlangen im Gras gewarnt. Als Ilpenor versuchte sie an der Angelegenheit der Pilger zu töten. Wieso lese ich da Angelegenheit? Sie an der Anlegestelle der Pilger zu töten, streifte er seine Haut ab und zeigte sein wahres tödliches Gesicht. Hat er das? Hat er das? So, Orakel und der Prophezeiung. Ich will zuerst mal die... Ich finde, Elpenor, er ist immer noch in Pokis. Ich will erstmal zum Orakel. Ich glaube, das ist super interessant. Fähigkeiten, Inventare. Nein, mach den Helm unsichtbar. Rake, du magst echt keine Helme hier. Ich muss sagen, Alexius passt der Helm besser. Für Cassandra ist der zu groß irgendwie. Mhm. Wenn er den Helm tragen will, soll er ihn tragen. Da gebe ich dir recht. Aber ehrlich gesagt, die waren früher so groß. Also, oh ja, ich weiß, was sie meint. Dimi, was hat sie gesagt? Hat sie irgendwas Böses gesagt? Muss ich irgendwas Böses zu ihr machen? Nein, Spaß. So. Ich trage auf jeden Fall den Helm noch ein bisschen. Ich meine, da ist ein fetter Wolf drauf. Das ist geil. So. Das ist ein bisschen... Habe ich nicht gehört, sorry. Ah, macht überhaupt nichts. Das ist da oben. Warte, okay, zuerst den, dann Teil der Schlangen. Das wäre ein bisschen zu offensichtlich, wenn Elpenor im Teil der Schlangen wäre. Aber wir wissen ja, dass die Spiele hier nicht sehr komplex sind, sag ich mal. Ja, okay, das war fies, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, der eine Einwohner war gerade voll traurig. Den Sprung schaffe ich. Schau, ich habe nicht den Boden berührt. So, dann synchronisiere ich mal. Krass, dass sie hier auf so einem kleinen Häuschen synchronisieren kann. Wo ist das? Ich will irgendwo runterspringen. Oh, danke. Gut, wie kommt man hier eigentlich rauf? Ah, hier ist eine Treppe. Gut, mitgedacht. So. Aber das verdeckt Cassandras Gesicht. Ja, also beim Gehen sieht man das Gesicht ja eh nicht. Und genau, wie die Sarah sagt, wenn man, also bei Zwischensequenzen sieht man es dann. Gut, ich fände es echt geil, dass die hier so, ja okay, jetzt hätte man es gesehen, dass hier so viele Statuen rum sind. Das ist voll cool und so ein Tor und... Die Welt ist schon richtig, richtig, richtig geil gemacht. Und so alte Olivenbäume. Nice. Ist schon nice. Oh, hat sich das Pferd erschreckt? Entschuldigung. Warte mal, ist hier einer vielleicht Pferdehändler? Bist du Pferdehändler? Nee.
Bist du Pferdehändler? Nee. Bist du Pferdehändler? Bestimmt nicht. Du hast einen komischen Kopf. Entschuldigung. Phobos, Bewegung! Ella! Ernsthaft? Und los! Ach komm! Wie ist der jetzt gestorben? Hat die ihn eine gewatscht oder was? Ah! Hey! Cool! Da war ja noch einer. Vorwärts! Oh Gott! Jetzt habe nee, sie hat mich nicht erschreckt. So. Hier ist alles so leer. Heilige Lande des Apollon. Gut. Ja, ich steige jetzt mal auf den Berg und befrag Na los, komm. Das Orakel. So, irgendwie finde ich es ohne Helm besser, Kempai, weil. Ja, also ohne Helm ist es auch cool. Also mit Helm ist es wahrscheinlich so ein bisschen ungewohnt. Ich find's cool. Naja. Aber ohne sieht's halt auch einfach gut aus. Also, ist ja egal. So. Dein Bär hat einen Bruder getötet. Dein Bruder hat einen Bär getötet. Oh. So. Entschuldigung. Ich mag auch Bären und ich liebe Wölfe, aber ich töte hier dauernd Wölfe und dauernd Bären. Die Tiere hier sind ja auch total blöd. Heiligtum von Delphi. Ich hoffe, dieses Orakel hat bessere Nachrichten als das in Sparta. Alter, wie geil ist das denn? Das Heiligtum von Delphi. Die Götter selbst wachen über dieses Land. Wie geil ist das Bewegung. Denn? Es ist so krass, finde ich, dass die in der Antike solche riesen Statuen machen konnten. Und die, kennt ihr die Bavaria? Das war der erste kolossale Bronzeguss seit der Antiken. So krass. Und los. Oder das war doch der erste. Warte. Auf jeden Fall war diese Kunst sehr, 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 sehr extrem lang verloren. Oh. Cassandra, ist das nicht beeindruckend? Wir sind den Göttern so nah, dass ich Apollon überall spüre. Wie lief es mit Elpenor? Das erzähle ich dir später unter vier Augen. Wer ist das? Nur ein einfacher Pilger. Er hat gerade das Orakel getroffen. Ich musste ihn einfach fragen, ob sie so glorreich ist, wie alle sagen. Und? Was sagst du? Sie hat mir mehr neue Fragen als Antworten gegeben. So sind die Orakel. Du hast nicht gelogen. Es ist wirklich der Speer von Leonidas. Lol. Vielleicht habe ich dich erwischt. Erst denken, dann reden. Malaka, Barnabas, benutzt deinen Kopf.
Er schien eben an Legenden wie dir interessiert zu sein. Ich dachte, ihr würdet euch verstehen. Wie? Bleib zurück. Nee, wer bist du? Er ist irgendwie cool. Keine Ahnung, der... Du erkennst den Speer mit nur einem Blick? Du bist kein einfacher Pilger. In Delphi ist nichts nur so, wie es scheint. Auch ich nicht. Mein Name ist Herodotus. Ich bin Geschichtenerzähler. Das war ich jedenfalls. Der Krieg zwingt uns allen Neues auf. Damit hast du recht. Warum verschleierst du deine Identität? Ich bin hier auf Geheiß eines Mannes aus Athen, eines mächtigen Mannes. Wir haben vor, diesen Krieg endlich zu beenden. Du hast mir erzählt, du wolltest das Orakel etwas Persönliches fragen. Der Krieg ist persönlich, Barnabas. Also, wolltest du von der Pythia wissen, wie man den Krieg beendet? Ja, aber in Delphi stimmt irgendetwas nicht. An jeder Ecke stehen Wachen, die Menschen werden abgewiesen. Jeder, der Kunstgeschichte hatte, kennt ihn. Ja, das stimmt. Okay, was hat dir das Orakel verraten? Du scheinst nicht überzeugt davon zu sein, dass man der Pythia Glauben schenken kann. Was hat sie dir gesagt? Ich bat sie, mir eine Möglichkeit zu zeigen, diesen Krieg zu beenden. Sie sagte, der Frühling sollte sich nicht den Winter wünschen, weil er seinen Tod bedeutet. Welch Weisheit! Ich verstehe kein Wort davon. Aber deswegen ist sie ja da drin und wir stehen hier draußen. Ich erkenne eine Drohung, wenn ich eine höre. Du hast so lange auf Kephallenia gelebt. Oh, wie gut. Warum ist die Schlange so lang? Dieser Andrang ist ja unglaublich. Kommen immer so viele Menschen, um die Pythia zu sehen? Das sind ja nicht alles gewöhnliche Leute. Jede Stadt entsendet Theoroi, heilige Botschafter, die um Hilfe für ihre Einwohner bitten. Die Pythia hat nicht nur Einfluss auf die persönlichen Schicksale der Menschen, sondern auch auf das Schicksal der gesamten griechischen Welt. Stell dir vor, wie viel Einfluss man nehmen könnte, würde man lenken, was sie von sich gibt. Ja. Sie wird von Apollon gelenkt. Natürlich wird sie das. Warum wimmelt es hier so von Wachen? Delphi ist nicht annähernd so, wie es alle beschreiben. War es schon immer so? Nein. Es war einst ein offener, gastfreundlicher Ort. Aber der Krieg ändert alles. Jetzt suchen die Menschen die Pythia aus politischen Gründen auf. Prophezeiungen in Kriegszeiten treiben die Gemüter zur Gewalt. Du solltest deine Klingen besser verdeckt lassen. Blutvergießen wird in Delphi als Beleidigung Apollons verstanden. Die Strafe dafür wiegt schwer. Ich will der Pythia ein paar Fragen stellen. Aber diese Schlange, ich bin alt und grau, bis ich sie endlich treffe. Du machst Witze! Du besitzt mehr Waffen als eine Schmiede. Ich will hier keinen Ärger machen. Ärger? Geh einfach rein! Wer will dich aufhalten? Der Priester? Na schön. Aber wenn das schief geht, gebe ich dir die Schuld dafür, Barnabas. Ist sie nicht genauso großartig, wie ich sagte? Ah, cool. Ah. Gut, Attentat, Niederschläge, nein. Gut, dann mache ich ihn mal unsichtbar. Wir sollen ja offen reingehen. Entschuldigung, ich gehe mal mit der Wache rein. Wir gehören hier